Herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 17. bis 23. August 2020. Und wir wollen uns anschauen, welche Karten ich verwende. Da ist einmal Finde deinen wahren Weg von Colette Baron-Reed. Das ist für die allgemeine Energie in der Woche, die Dinge, die so kommen. Wir haben für die Tageskarten, also die Woche, das After-Tarot. Zur Klärung haben wir das ganz normale Rider-Waite-Tarot von Waite. Das ist auch ein Waite-Tarot. Für die Orakelkarten haben wir die Weisheitskarten der Seele, auch von Colette Baron-Reed, und die Orakelkarten des Krafttieres, das dich in dieser Woche begleitet. Ja, ich hoffe, dass das in dieser Woche für einige auch erfolgreich weitergeht. Wir schauen uns das an und wir schauen natürlich auch in die Astrologie, was da so los ist am Himmel. Und denkt dran, Kanalmitgliedschaft habe ich ja schon mal erwähnt, falls ihr möchtet, das ist mindestens 99 Cent im Monat, dann könnt ihr einen Tag früher, also den Donnerstag immer, die Wochenlegung früher sehen, ohne Werbung. Und für alle anderen bleibt alles wie gehabt. Ich bedanke mich, wünsche euch viel Spaß und bis dann. Die allgemeine Astrologie, was in dieser Woche so für alle gilt. Wir haben Sonne, Merkur, 17. und 18. August. Damit sind viele Dinge, glaube ich, erleichtert, auch die Kommunikation untereinander, ob das jetzt privat ist oder beruflich. Und wir haben einen Venus-Uranus am 18. Das bedeutet, dass da positive Energien herumschwirren, die ihr hoffentlich dann auch nutzt. Ihr könnt euch ganz schnell verlieben, das ist möglich. Und wir haben auch am 19. die Möglichkeit, dass Dinge von vorn beginnen, dass Dinge neu beginnen. Am 20. Merkur geht in die Jungfrau. Das ist so ein bisschen akribisch, Erdenergie. Man ist ein bisschen genauer. Das muss nicht schlecht sein, aber man sollte natürlich nicht überkritisch sein. Auch die Sonne geht ja vom Löwen, der jetzt noch in der Sonne steht, am 22. in die Jungfrau. Und da haben wir auch wieder diesen Aspekt mit Mars, Saturn, der auch wieder so die Ellenbogenmentalität hervorholt und dass man vielleicht auch sich möglichst aus Konflikten raushält, beziehungsweise sich überlegt, ob sich das lohnt, sich in irgendeinen Konflikt einzumischen, einzugreifen. Wir schauen natürlich auch gleich noch für die einzelnen Sternzeichen, aber das sei es jetzt erstmal für die Woche für alle. Also es gibt ein paar positive Aspekte, die ihr natürlich für euch und für eure Lieben nutzen könnt. Und ja, bleibt dran und bleibt positiv. Wir schauen uns jetzt an, was für die einzelnen Sternzeichen drin ist. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder, zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 17. bis 23. August. Ja, wir haben den Mars in deinem Sonnenzeichen und das kann dich ganz schön pushen zum Erfolg, aber auch zu aggressiven Vorgehensweisen. Da solltest du natürlich aufpassen. Das sage ich dir jetzt jede Woche. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das gut im Griff hat, dass man nicht unfair wird und dass man nicht versucht, ja, ich sag mal, über andere hinweg zu entscheiden. Wir haben sonst keine großartigen Einflüsse. Natürlich die Sonne im Löwen. Das gibt Vitalkraft, Power, auch nochmal Energie, auch nochmal Feuerenergie. Du hast auch bis zum 20. August die Möglichkeit, mit Merkur eine Menge unter Dach und Fach zu bringen. Und das solltest du selbstverständlich nutzen. Wenn Merkur gut steht für dich, solltest du natürlich auch klärende Gespräche führen, dich äußern zu Dingen, aber eben in einer, ich sag mal, angemessenen Form. Nicht übertreiben und nicht zu aggressiv vorgehen. Und wie gesagt, mit dem Kopf durch die Wand kann schon die ein oder andere Beule verursachen und deswegen wollen wir da ein bisschen aufpassen. Ja, schauen wir mal, was die Karten für dich haben in dieser Woche. Dann wollen wir mal schauen, was wir in dieser Woche so kartentechnisch für dich haben. Denk dran, das ist eine allgemeine Legung, kann und wird nicht immer passen. Du kannst dir aber natürlich Hinweise, Informationen oder auch einfach Inspiration daraus holen. Wir schauen uns als erstes natürlich an, was von deinen Mitmenschen kommt. Also mit welcher Energie von außen du so rechnen kannst. Und das kann von ganz unterschiedlichen Quellen kommen. Also es ist jetzt nicht auf irgendwas spezifiziert. Wir haben hier die 4 der Luft. Das heißt Überlegung, Ruhephase, Nachdenken, nichts Unüberlegtes tun. Vielleicht sind auch einige Leute momentan so in einer,
ja, Urlaubsphase oder ruhen sich einfach ein bisschen aus. Ich sag mal, wenn es sehr warm ist oder so, kann man das ja auch nachvollziehen. Das Schöne ist halt, dass da nichts Unüberlegtes rüberkommt und dass da eben mit den Schwertern entspannte Atmosphäre herrscht und man nichts Übertriebenes tut. Zumindest von außen nicht. Ich hoffe, das spiegelt sich auch bei dir wieder. Wir wollen natürlich auch schauen, was dann so du, also wie du dich siehst in dieser Woche, ja, wie du dich selbst siehst, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut für dich ist, was vielleicht weniger gut ist und wie die Woche für dich ausgeht. So, ich schaue noch mal eben, ob das gut zu sehen ist. Ja, sehr schön. Dann kommen wir zu den Wochentagen. Die Wochentage, wie immer, sind variabel, weil bei der allgemeinen Legung wird die ein oder andere Sache natürlich nicht bei jedem am gleichen Tag stattfinden. Und aus diesem Grund kann das bei dir variieren, was den Wochentag betrifft. Ich lege Montag bis Sonntag. Wann das dann bei dir eintrifft, wirst du dann sozusagen schon merken. Aber du kannst natürlich die Information nutzen, wenn du dir die Legung im Vorfeld anschaust. Und wir wollen da gleich mitschauen, welche Energien du mitbringst in diese Woche, also wie du dich anderen gegenüber, ja, energetisch zeigst. Der Eremit, das ist die Rückzugskarte, das ist die Jungfraukarte, bedeutet natürlich auch in sich Dinge finden. Das Licht, was der Eremit hier trägt, ist das innere Licht, das jeder in sich trägt und auf das man sich ab und zu auch mal ein bisschen zurückzieht oder ja, wo man mit sich selbst ein bisschen arbeitet. Und das ist auch, passt sehr gut zu den vier der Schwertern. Schauen wir mal jetzt die Wochentage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Das sind die Tage, die bei dir eben auch anders in der Reihenfolge liegen können. So, dazu sei gesagt, dass wir die Vorwoche natürlich wieder hinten anhängen, sodass du den Vergleich zur Vorwoche nochmal ziehen kannst, schauen kannst, wie sich das entwickelt hat, wie sich die Dinge ja in der Vorwoche gezeigt haben und wie das in dieser Woche so der Fall ist. Ja, und die Kanalmitgliedschaft wollte ich noch erwähnen. Für alle, die halt werbefrei diese Legung sehen wollen, besteht die Möglichkeit, das einen Tag früher, also am Donnerstag, zu sehen und damit, ich sag mal, für 99 Cent im Monat, das viermal im Monat, wenn du das möchtest. Ja, das muss nicht sein, ansonsten schaust du dir das halt mit Werbung einfach ganz normal an. Wir wollen mal schauen, was haben wir denn für dich? Wie siehst du dich? Wir haben den Stern. Der Stern ist die Heilungskarte, Wassermann-Energie. Bedeutet, dass du mit dem Eremiten und dem Stern natürlich Heilung betreibst. Dein Inneres will heilen. Und ich denke mal, dass du auch widerstandsfähig bist gegenüber dieser Mars-Energie, die dich so ein bisschen pusht. Du weißt selber, denn du bist ja auch clever, dass das nicht immer gut ist, wenn man mit Brachialgewalt alles Mögliche durchsetzen möchte. Und da gehst du in dich und überlegst dir, wohin will ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Und das ist eine gute Sache, sich selbst auch ernst zu nehmen, seine Gefühle, seine Bedürfnisse, das, was sich in einem abspielt. Manchmal ist es so stressig, dass man das nicht direkt wahrnimmt. Aber das tust du und das finde ich gut. Was ist dein Wunsch? Die Transformation, die Veränderung. Ja, und die beste und erste Veränderung, die du selbst herstellen kannst, ist ja die eigene. Dass du selber Änderungen an dir, an deinem Verhalten vielleicht, an deiner Denkweise, irgendwo Veränderungen vornimmst. Sowas braucht natürlich Zeit. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das braucht ein bisschen Geduld und natürlich auch Eigenliebe, wenn man sich darum kümmert, wie es einem geht. Wenn es dir gut geht, geht es anderen auch gut. Ja, also die dir auch am Herzen liegen, ne? Heilung ist notwendig. Ab und zu braucht jeder Mensch das. Hoffnung und Ängste haben wir die drei des Feuers. Das ist Lernen. Von den Dingen lernen, von den Erfahrungen, aus den Erfahrungen lernen. Warten, bis die Schiffe in den Hafen kommen, bis man so weit ist, bis man gewisse Dinge verinnerlicht hat. Und das passt, wie gesagt, sehr gut zum Eremiten und auch zum Stern. Das heißt, du nimmst dir Zeit für dich selbst und das bist du dir auch wert. Und das ist gut so, auch Feuerenergie natürlich und bedeutet sich selbst auch, ja, mit Transformation, dem Wachstum weiterbringen, also
als Person ein Stück weit zu wachsen. Gut für dich in dieser Woche ist die 5 der Luft. Das ist ja Konflikt, aber vielleicht auch, also jetzt so rein intuitiv denke ich, es hat damit zu tun, dass du mit gewissen Dingen nicht so zufrieden bist, auch vielleicht Dingen, die du selbst verursachst oder handelst, dass du Veränderungen vornehmen willst und dass du dich manchmal über dich selbst oder über die Ergebnisse dessen ärgerst und das eben verändern willst. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber ich finde es hervorragend, dass du das angehst. Nicht gut ist die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche ist Verwirrung. Oder man hat zu viele Möglichkeiten. Und das besagt, wenn man sich vielleicht zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt und nicht so zum Kern der Sache kommt. Das kann natürlich dann verwirren. Lass dir ruhig und nimm dir ruhig die Zeit, wirklich mal in dich zu schauen. Dir Zeit zu nehmen für dein Inneres, für deine Innenwelt. Ja? Wie sich die Dinge anfühlen, was du verändern möchtest, was für dich veränderungswürdig ist. Der mögliche Ausgang in dieser Woche ist die 2 der Erde. Du wächst ab. Was mache ich am besten? Wie gehe ich es an? Und mit Erdenergie bist du halt auch nicht hastig, sondern du bist überlegt. Du bist auch experimentierfreudig natürlich, aber du übereilst nichts. Und das finde ich richtig gut, trotz dieser großartigen Energie, die du von Mars bekommst. Wir haben hier die 7 der Kelche. Ja, du weißt noch nicht, wo es lang gehen soll. Und das ist der beste Zeitpunkt, in sich zu gehen und mal nachzuforschen, wo liegt denn der Hase im Pfeffer? Was ist es denn, was mich vielleicht unzufrieden, unglücklich oder auch sogar sauer macht? Ja, wo liegen die Punkte, die mich reizen, die mich provozieren, wo ich aus der Hose fliege für jede Kleinigkeit? Was sind die Trigger? Trigger sind die Dinge, die unsere Schattenseiten hervorrufen, wo wir unsicher waren, vielleicht schon als Kinder, wo wir festgestellt haben, wenn wir dieses oder jenes tun, dann bekommt das keine Gegenliebe. Ja? Vielleicht auch diese Dinge mal in Frage zu stellen, ob die Einstellungen dazu die richtigen sind. Ja? Am Dienstag die Hohepriesterin, sehr gut. Das ist eben Intuition. Das ist, wenn du in dich gehst und spürst und dein Inneres zu dir spricht durch Gefühle. Ja? Dass du merkst, na, das gefällt mir alles nicht so, ich muss hier was verändern. Auch wenn du noch nicht genau weißt, was, aber es gilt, da etwas ja, zu justieren, fein zu tunen. Hier haben wir den Page der Münzen, kleine Schritte, Lernschritte sozusagen. Ne? Manche Dinge erschließen sich einem ja nicht von jetzt auf gleich, sondern da muss man ein bisschen hinterherhaken, da muss man nochmal überlegen, vielleicht es auf eine andere Weise probieren, wenn das wieder nicht geht, dann probiert man es nochmal anders. Also so ein bisschen, ja, mal versuchen, ob man zum Beispiel gewisse Aspekte aus einer anderen Sichtweise betrachten kann. Im Kleinen erstmal. Donnerstag haben wir die 2 der Kelche, was ich sehr schön finde. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Das heißt, keiner hat das Sagen, keiner bestimmt über einen anderen. Das kann in Freundschaft, in Familie, aber auch in Partnerschaft oder Kollegenkreis sein. Es gilt wirklich, sich auf einer Ebene mit dem Gegenüber zu befinden. Und dann eben auch zu lernen, von anderen zu lernen. Vielleicht auch das eigene Wissen an andere weitergeben. Auch Konflikt. Ja, der Konflikt ist ja immer das, was uns zu Veränderungen bringt. Wenn alles rosig ist und super läuft, dann brauchen wir ja auch nichts zu verändern. Aber wenn wir irgendwo anecken, wenn irgendwas nicht so gut läuft oder so, dann müssen wir das hinterfragen. Was ist da nicht gut gelaufen und was können wir da besser machen? Ja, wenn alles gut läuft, dann wird ja auch keiner was verändern. Freitag. Königin der Schwerter, auch sehr schön, bedeutet, dass du ehrlich bist erstmal zu dir selbst. Du machst reinen Tisch, du klärst für dich Dinge in deinem Inneren ab. Ja, du lässt dich nicht verunsichern, du lässt dich nicht verwirren, du siehst ganz klar, wo der Hase im Pfeffer liegt, wie ich das eben schon so schön sagte, wo der Konflikt ist, wo vielleicht auch dein innerer Konflikt ist, der dich vielleicht auch ein bisschen durcheinander macht. Warum reagiere ich da so oder so? Ja, oder warum ärgert mich das? Es braucht mich gar nicht zu ärgern, zum Beispiel. Königin der Schwerter macht sich und anderen nichts vor, ist absolut ehrlich. Du musst damit natürlich nicht jedem
sagen, was du von ihm denkst, aber du kannst für dich eine Klärung herbeiführen, die dich wachsen lässt als Person und dir wirklich wichtige Erkenntnisse bringt. Am Samstag haben wir den Gehängten, das bedeutet auch die Perspektive zum Beispiel deines Gegenübers einnehmen, das aus einer anderen Sicht zu sehen und dich auch nicht irritieren zu lassen, sondern wie ein Beobachter, wie jemand, der sich einen Film anschaut oder wie ein Vogel von oben die Situation betrachtet. Was würde ich jetzt in der Situation vielleicht denken oder was würde ich dazu sagen, je nachdem, ja, so wie wir uns, wie gesagt, auch Kinofilme anschauen, einfach mal schauen, welcher Protagonist wie reagiert und warum. Und dann haben wir am Sonntag das Ass der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Du machst einen Schlussstrich zu allem, was dir nicht mehr nützlich ist, was dir nichts bringt, was dich nicht weiterbringt und was dich nicht bereichert. Und du findest Klärung, du findest eine Lösung oder eine adäquate Erklärung für das eine oder andere. Ja? Und damit befreist du dich ja auch ein Stück weit. Wir schauen mal, was ist der Stern? Das ist die Königin der Schwerter, ja, die Klarheit und Wahrheit, das ist der König der Schwerter. Die Heilung ist wirklich absolut authentisch zu sein. Also nichts beschönigen, nichts dramatisieren, sondern klipp und klar und sehr analytisch. Ja. Und das eben in Form dieses Beobachters, ja, um dann die Dinge, die wehtaten oder auch noch wehtun, langsam aber sicher zu heilen. Wenn du die Ursachen kennst, ja, dann kannst du auch diese Wunden schließen. Wenn du immer nur das Ergebnis versuchst, minimal zu halten, also wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann hast du ja die Ursache nicht bekämpft. Jetzt geht es tatsächlich um Ursachenforschung. Transformation, 2 der Stäbe und Herrscherin. Du weißt eigentlich schon, wo du hin willst, aber du hast auch Zeit und Muße, dich um die Unwägbarkeiten oder die Dinge, die dich vielleicht auf einen Umweg gebracht haben, zu prüfen. Das sieht sehr gut aus, wenn du dir Zeit nimmst dafür. 3 des Feuers, 3 der Stäbe, Ass der Kelche, Eigenliebe, nicht nur. Es ist die allumfassende Liebe, aber in erster Linie auch die Eigenliebe, um Dinge für dich gefühlsmäßig angenehmer zu gestalten, ja, dahinter zu schauen, hinter den Rahmen, hinter die Kulisse, um zu sehen, wo kommt das her, ne? Und dann haben wir die 8 der Schwerter, dieses Gedankengefängnis oder dieses Hamsterrad im Kopf, wie ich das immer nenne, wo man von einem Gedanken gefangen ist, den man sich selbst mehr oder weniger geschaffen hat. Etwas, was vielleicht schon seit Jahrzehnten so oder so gedacht wurde und so gehandelt wurde und deswegen hat sich auch nichts geändert. Und jetzt ist der Zeitpunkt, mit Eigenliebe daran zu gehen. So, und ganz wichtig bei der Eigenliebe, was sie vom Egoismus unterscheidet, ist einfach der Gedanke, dass das ein Gefühl ist und nicht eine Sache oder ein Ansehen, sondern dass es das, das Respektieren der eigenen Person darstellt. Und auch mit ihren nicht so guten Eigenschaften, ganz klar. Und wenn man nicht so gute Eigenschaften hat, wie wir alle, dann kann man natürlich das ein oder andere im Außen verbessern, aber du bleibst immer die Person, die du bist. Ja? Du kannst als Person immer nur an dir was verändern, nicht an anderen. So, was ist denn die 5 der Luft, die gut für dich ist? 4 der Schwerter. Dein Umfeld hat Verständnis. Dein Umfeld ist geduldig. Ja, dein Umfeld ist auch kommunikativ. Hört dir auch zu. 4 der Schwerter bedeutet auch zuhören, auch wenn du, sagen wir mal, dich über was aufregst. Ja, du kannst dich auch aufregen, wenn es um was Wichtiges geht. Wir haben aber auch hier die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter ist Verborgenes, Geheimgehaltenes oder man versucht, sich davon zu stehlen. Da solltest du natürlich aufpassen. Oder es bedeutet ganz einfach, welche Person auch immer in deinem Umfeld ist, es gibt Leute, die dir wirklich aufmerksam zuhören und die auch helfen wollen. Und es gibt natürlich Leute, denen solltest du dieses Vertrauen nicht schenken. Aber das wirst du wissen, denke ich. Nicht gut, 7 der Kelche.
Da ist das Abwägen der Dinge, wie man damit klarkommen kann. Das ist ja auch die nächste Karte. Und die drei der Münzen. Ja, also du bist nicht allein damit. Es geht vielen Leuten oft so. Also nicht allen zum gleichen Zeitpunkt. Aber jeder macht mal so eine Phase durch, wo er oder sie eben nicht weiß, wohin mit sich. Aber das ist normal. Und wenn du das weißt, ist es vielleicht gar nicht mehr so wild. Und du kannst dich ein bisschen ausprobieren, wie du das am besten handelst. Wir haben danach nochmal die zwei der Münzen. Wir haben die drei der Schwerter. Und wir haben die acht der Stäbe. Sich zu Schmerzen äußern. Sich auch zu eigenen Verletzungen äußern. Also auch mitteilen, was dir wehtut, was dich kränkt. Ja. Niemand kann wissen, was hinter der Fassade ist. Ja. Und man will ja auch mit, ich sag mal, Verletzungen nicht hausieren gehen. Man möchte das auch nicht jedem erzählen. Aber es gilt, jetzt abzuwägen, dass du diese Verletzung eben loslassen kannst. Dazu brauchst du die Kommunikation. Du solltest das nicht verbergen. Wie gesagt, es gibt Leute, die eignen sich dafür, ja, und es gibt Leute, die eignen sich eben nicht dafür. Da musst du natürlich abwägen, wer dein Vertrauen verdient und wer dir natürlich auch helfen kann hier mit den drei der Münzen. Da haben wir sie nochmal, die sieben der Kelche. Fairness und Ritter der Kelche. So, entgegenkommen, Freundlichkeit, Höflichkeit, ja. Fairness muss man nicht immer erwarten. Ja, Fairness muss man nicht unbedingt erwarten, aber man sollte, wenn man die Gelegenheit hat, natürlich darauf pochen. Mit Scham, klar, dass man sagt, so und so, das möchte ich nicht, ja, das kann man sagen. Fairness herstellen, klar sein, ehrlich sein, authentisch sein und sich nicht mit Augenwischerei abspeisen lassen, ne? Dass andere einem, ich sage jetzt mal, Honig um Bart schmieren, um einen zufriedenzustellen. Das ist ja Quatsch. Das braucht keiner. Gerechtigkeit, liebevolles Miteinander umgehen, auch von deiner Seite natürlich. Ja, und dann haben wir hier die Intuition. Da haben wir die Transformation und da haben wir die Geduld, den Ritter der Münzen, was auch ein Erfolgsgarant ist. Wenn du Geduld hast mit dir und den Deinen und der Situation, dass sie sich entwickeln kann, dass du was verändern kannst, dann wirst du diese Transformation, die du dir ja hier auch wünschst, in naher Zukunft umsetzen können. Kleine Schritte sind angesagt. Da ist die Kraft und da ist der Stern. Dadurch, dass du nicht alles auf einmal umwälzen willst und wirst und mit Kleinigkeiten beginnst, kommst du deiner Heilung natürlich ein gutes Stück näher. Wenn du kleine Teilerfolge siehst, wenn du Kleinigkeiten verbessern kannst. Wunderbar. Ja, und dann haben wir die zwei der Kelche. Da haben wir den Rückhalt mit den vier der Stäbe und die zehn der Schwerter, die was dir hilft, über Dinge hinwegzukommen. Aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, ja, auch vielleicht über Verletzungen, über die du noch nicht gesprochen hast bisher. Also es ist sehr wichtig, wirklich da mal jemanden in dein Vertrauen zu ziehen, damit du diese Sachen endgültig loswerden kannst. Königin der Schwerter, neun der Münzen und Page der Stäbe. Neun der Münzen bedeutet Unabhängigkeit, bedeutet vielleicht auch Single-Dasein, bedeutet aber auch, man hat schon sehr viel erreicht, auch in seiner Authentizität, in seiner Ehrlichkeit zu sich selbst und man fokussiert sich darauf, eben das zu verbessern. Man fokussiert sich auf die Dinge, die einem nicht behagen, die man aus der Welt schaffen will. Und das kann man natürlich in Gemeinschaft besser als alleine. Zumal man natürlich im Vorfeld sich selbst auch hinterfragt und in sich hineinspürt mit dem Eremiten, mit dem Stern und auch mit der Hohepriesterin. Die Dinge aus allen Seiten anschauen, kann manchmal mit dem Mond auch sehr unangenehm sein, ja. Wenn man so im Nachhinein feststellt, oh, das war gar nicht gut, ja, zum Beispiel. Aber die Erkenntnis ist ja der beste Schritt, etwas anders anzugehen, etwas auch aus einer anderen Sicht zu sehen, wenn man eben als Beobachter fungiert und nicht als Betroffener oder derjenige, der was verursacht hat, ne, sondern wirklich aus der Sicht eines Zuschauers. Ja? Und mit dem König der Münzen kann dir das ein Stück weit eine große Stärke verleihen, eine Sicherheit, eine Stabilität, worauf zu achten ist, was für dich gut ist und wie du dich stabil und sicher aufbauen kannst, ja, auch finanziell natürlich. Dann haben wir das Ass der Schwerter.
Klärungen. Wir haben nochmal die 7 der Kelche und wir haben den König der Kelche. 7 der Kelche ist ja Verwirrung. Und der König der Kelche ist so das Fähnchen im Winde, der Opportunist, der dafür sorgt, dass es keinen Streit gibt. Das ist jemand, der jedem Streit nach Möglichkeit aus dem Weg geht. Ich weiß, das bist du überhaupt nicht. Aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja? Zwischen Illusionen und natürlich auch sich anzupassen oder nett zu sein zu anderen, gehört natürlich eine gewisse Finesse, auch ein gewisses Hineinfühlen in die Situation, wo ist es angebracht, mal zurückzustecken, vielleicht nicht unbedingt sich absolut durchzusetzen, sondern auch mal klein beizugeben oder einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, naja, vielleicht ist da ja was dran. Wir haben eine schöne Karte für dich als Orakelkarte. Wir haben den Kompass. Und das ist eben auch so der Hinweis, du bist dabei, die Dinge auf eine gute Richtung zu justieren. Also nachzurüsten, könnte man sagen, oder zu verbessern, zu verändern, für dich einen neuen Weg zu finden, dich neu zu orientieren. Die Grundbedeutung des Kompasses ist, solange du deinen inneren Kompass auf die wahre Richtung, die Richtung einer höheren Macht ausrichtest, kannst du nicht fehlgehen. Also die Transformation, ja, die Authentizität, das innere Gefühl, hier auch die Intuition, dein Bauchgefühl, dass das in Einklang kommt. Du bist dabei, unbekanntes Territorium zu betreten und kannst dich auf wunderbare neue Erfahrungen freuen. Um dabei auf dem Pfad deiner höchsten Bestimmung zu bleiben, musst du deinen inneren Kompass auf die wahre Richtung einstellen. Die kann nur das göttliche Prinzip oder eine höhere Macht sein. Geld, Hab und Gut, Prestige, Romanzen und andere materielle Werte können dir nicht dabei helfen, deinen wahren Weg zu finden. All das sind lediglich Dinge, die dir begegnen können. Wisse, dass das göttliche Prinzip immer in deinem Leben wirksam ist. Habe Vertrauen und bewahre deinen Glauben, denn mit deinem inneren Kompass, der die wahre Richtung anzeigt, kannst du niemals in die Irre gehen. Selbst in einer sternlosen Nacht, wenn alles ein einziges Dunkel zu sein scheint. So, und das sehe ich auch mit dem Stern, mit dem Hinweis auf den Stern, deine Leitlinie, dein inneres Gefühl, dein Bauchgefühl. Ja, so, das ist dein Navigationssystem. Deswegen nenne ich das auch schon mal Navigationssystem, weil es dich fühlen lässt, was sich für dich richtig und nicht richtig anfühlt. Das muss man ein bisschen trainieren, da muss man ein bisschen Geduld haben und das kann man mit kleinen Schritten oft schon mal probieren. Ja, ich mache das zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto fahre und irgendwo, wo es wenig Parkplätze gibt, dann sage ich, ich probiere es einfach mal, vielleicht habe ich ja Glück. Und siehe da, meistens habe ich Glück. Dann ist mitten vor der Tür ein Parkplatz frei. Und das sind halt so Gespür, was man manchmal hat in gewissen Situationen. Das kann man trainieren, indem man sowas öfter mal probiert. Aber dazu muss man natürlich in sich hineinhorchen. Am Anfang dauert das etwas länger, ja, und mit der Zeit geht das ganz automatisch. Wir haben hier auch noch mal eine Nummer 50, die Schlange als dein Krafttier. Es ist Zeit zu heilen und du bist auf dem besten Weg dorthin. Du machst das wunderbar, wie ich das so sehe. Zeit zu heilen bedeutet, kümmere dich um dich. Kümmere dich um deine Belange, deine Bedürfnisse und deinen inneren Frieden. Denn das ist wirklich Glück, wenn man zufrieden ist. Nicht, wenn man Millionen auf dem Konto hat, sondern wenn man mit sich und dem, was man hat, wirklich zufrieden ist. Ich lese mal vor. Dein Krafttier, die Schlange. Wir alle haben es manchmal nötig, in die Heilung zu gehen. Und wenn der Geist der Schlange erscheint, ist es Zeit, dich und dein verwundbares Herz gesunden zu lassen. Es gilt jetzt gut, für dich selbst zu sorgen und auf dich Acht zu geben, damit deine Lebendigkeit wieder zum Vorschein kommen kann. Gib dir selbst den Raum, den du brauchst, um dich um dein Wohlergehen zu kümmern. Verletzlichkeit gehört dazu, wenn Freundschaften und Partnerschaften funktionieren sollen. Und das bedeutet, dass uns allen bisweilen weh ums Herz ist. Geh jetzt behutsam mit dir selbst und anderen um. Lass das Vergangene wie eine alte Haut hinter dir und wachse in eine neue Seinsweise hinein, denn das Leben in dir will ans Licht. Es ist jetzt vielleicht an der Zeit, die Arbeit zu würdigen, die du schon geleistet hast, um zu wachsen und all das zu heilen, was in dir und den Menschen, die dir am Herzen liegen, Schaden genommen hat.
Feiere mit anderen, wie weit ihr schon auf dem Weg der Heilung gekommen seid und was ihr gemeinsam geschaffen habt. Streife von dir ab, was nicht mehr deinem Wohlbefinden und deinem Wohlergehen dient, dem Wohl deiner Beziehungen und deinem Glück, und lass Heilung geschehen. Sehr schön, das passt wunderbar. Ich hätte jetzt, sagen wir mal, in Bezug auf Mars im Widder ganz was anderes erwartet. Aber ich finde es schön und ich hoffe, dass du Zeit und Muße hast, das dann auch in dieser Woche zu nutzen und für dich auch umzusetzen. Es muss nicht immer Urlaub sein, es kann auch mal einfach ein Tag sein, wo man sich wirklich den ganzen Tag nur um sich, seine Belange und sein Inneres kümmert. Warum nicht? Auch gerne ganz alleine, weil man bekommt natürlich die besten Erkenntnisse, wenn man ganz alleine ist und wirklich in sich hineinspüren kann. Das ist etwas, das ist ein Geschenk. Und das sollte man wirklich auch nutzen, weil man sehr großartige Erkenntnisse daraus erlangen kann. Mein lieber Widder, eine sehr schöne Legung. Ich bin gespannt, was du berichtest über diese Woche, wie sie für dich verlaufen ist, was du in dieser Transformation erlebst oder ob du da auch schon ein bisschen was verändern kannst innerhalb dieser Woche. Es könnte sein, dass das noch nicht so schnell geht, aber das ist ja auch ein langwieriger Prozess. Der gilt ja nicht nur für diese Woche, aber es ist halt angesetzt, diese Woche spätestens damit zu beginnen. Also wenn du das nicht im Vorfeld schon getan hast. Aber vielleicht hat dir diese Legung ein bisschen ja, den Weg gewiesen, wie du das angehen kannst, wie du ein bisschen Ruhe und Muße für dich selbst und dein Wohlbefinden finden kannst. Ich würde mich freuen. Lass es uns gerne wissen in den Kommentaren, wie du damit umgehst, wie das für dich passt, was du damit anfängst, wie du das umsetzt. Würde mich sehr interessieren, die anderen bestimmt auch. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir eine Hilfe, eine Unterstützung war, dann würde ich mich natürlich auch über ein Däumchen hoch sehr freuen. Also, lieber Widder, viel Freude daran und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Alles Gute, bis dann.